Grassrooted ist ein Projekt, eine Vereinigung von Studierenden, die sich mit einer fairen und transparenten Produktion von Lebensmitteln für eine nachhaltige Landwirtschaft, aber auch für die Sensibilisierung von Food Waste einsetzen. Der Verein Grassrooted ist von zwei Studenten der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften 2018 ins Leben gerufen worden. Bekannt wurde der Verein Grassrooted mit der Tomatenaktion im Juni 2018, indem sie in wenigen Tagen mehrere Tonnen Biotomaten an den Konsumenten brachten. Als Verein Grassrooted haben wir uns zum Ziel gesetzt, eine transparente und faire Wertschöpfungskette für Lebensmittel in der Schweiz zu etablieren. Ein Ziel von Grassrooted ist es unter anderem auch, veraltete Prozesse in der Lebensmittelindustrie neu zu definieren und diese zu modernisieren. Erste Auswirkungen im Verein Grassrooted sind große Kooperationen mit verschiedenen Retailers in der Schweiz, aber auch Kooperationen mit Gastrobetrieben regional, die wir etablieren konnten bereits im Raum Zürich, indem wir Gastronomiebetriebe mit verarbeiteten Lebensmitteln kontinuierlich beliefern können, aber auch eine Gemüseretterbox, die wir schweizweit versenden. Weitere Auswirkungen sind Kooperationen mit Wirtschaftspartnern, die nicht mehr Erstklassgemüse verarbeiten in erster Linie, sondern auch versuchen, Zweit- und Drittklassgemüse in ihr Sortiment aufzunehmen und dieses dann zu fertigen Produkten in Retailers zu verarbeiten. Mit unserem Projekt konnten wir bereits Meilensteine in der Nachhaltigkeit erreichen, indem wir beispielsweise ein Gemüseretter-Abo lanciert haben, indem wir Gemüse, das als Food Waste deklariert ist, in eine Gemüseretterbox verpacken und diese schweizweit versenden können. Aber auch beispielsweise für Zweit- und Drittklassgemüse dieses vakuumtrocknen, gefrieren und als Pulver oder als Suppen dann weiterverkaufen. Und weitere Möglichkeiten sehen wir in der Sensibilisierung und in jedem Fall in der Aufklärung der Konsumenten, aber auch im Dialog mit Retailers, mit Verteilern und auch den Produzenten, da ein vollumfängliches Verständnis von allen Parteien für diesen Dialog benötigt wird. Als Verein Grassrooted versuchen wir, ein Zeichen zu setzen, indem wir mit der Natur leben und nicht nur von ihr.